Hallo, herzlich willkommen zur aktiven Mittagspause. Vielleicht wieder, vielleicht von neuem. Freut mich, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen, liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer des BVM-Workshops 2021, organisiert von der OTH Regensburg. Freut mich, dass Sie den Weg hierher gefunden haben, wenn auch digitalerweise. Ich heiße Lenz, ich bin hier Student am Campus und ich habe eine kleine aktive Mittagspause für Sie vorbereitet, die wir jetzt zusammen machen werden. Das Ganze funktioniert, für den Fall, dass Sie gestern noch nicht dabei waren, das Ganze funktioniert so. Wir machen ein bisschen Aufwärmen am Anfang, dann haben wir ein paar Übungen dabei zur Stärkung der verschiedenen Muskelgruppen, die beansprucht werden und die gerne mal ein bisschen Stärkung haben, wenn man viel sitzend und viel am PC oder mit der Hand schreibend arbeitet. Dann machen wir noch eine ganz kurze Entspannungs- und Atmungsrunde am Schluss und dann ist das auch schon unser Programm. Der Großteil des Programms wird im Stehen stattfinden. Das Einzige, was Sie zwischendurch brauchen, ist ein Stuhl. Deswegen würde ich Sie bitten, dass Sie sich einen Stuhl zurechtstellen, den wir dann, sobald wir ihn brauchen, zur Hilfe nehmen können. Und dann würde ich sagen, wir legen gleich los. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und gutes Sport, sag ich mal. Okay, wir machen uns erstmal ein bisschen warm. Das heißt, wir kommen ungefähr schulterbreit im Stehen, stellen uns hin, richten den Oberkörper auf, Brustkorb leicht gehoben, Schultern leicht nach hinten unten gezogen und dann kreisen wir mal die Schultern. Rotieren mal ein bisschen die Schultern, machen erstmal locker den Oberkörper. Muss jetzt noch gar nicht so viel erstmal um die Haltung gehen, sondern das heißt erstmal noch ein bisschen, so wie es Ihnen gut tut, einfach mal die Schultern ein bisschen kreisen. Arme können locker vor dem Körper sein. Und dann mal in die andere Richtung kreisen. Die Schultern ein bisschen lockern. Sehr gut, dann schütteln wir mal die Arme kurz ein bisschen aus, die Beine kurz ein bisschen ausschütteln. Und dann nehmen wir die Beine ein kleines bisschen auseinander, gehen leicht in die Knie, richten den Oberkörper auf, nehmen wir die Hände vor den Körper und dann rotieren wir mal langsam den Oberkörper so ein bisschen zur einen Seite und zur anderen Seite. Wir verringern quasi so die Wirbelsäule ein wenig. Zur einen Seite bewegen und zur anderen Seite bewegen. Führen Sie die Bewegung am Anfang bitte langsam aus. Schauen erstmal so, wie es sich anfühlt. Und wenn Sie ein bisschen reingekommen sind, dann können Sie auch ein kleines bisschen anziehen mit der Geschwindigkeit. Aber im Zweifelsfall eher langsam und gut Acht geben. Immer darauf achten, dass der Oberkörper trotzdem aufrecht bleibt. Lockeres Rotieren nach links und rechts. Muss auch nicht bis zum Anschlag sein, sondern einfach nur so ein bisschen, dass der Oberkörper in Bewegung kommt. Okay, aufrichten, kurz ausschütteln, Arme ausschütteln, Beine ausschütteln. Dann kommen wir nochmal ungefähr schulterbreit zum Stand und heben mal die Knie locker, so in lockeren Schritten auf der Stelle. Sie können die Arme gleich mitnehmen, dann einfach lockeres Schreiten auf der Stelle. Wie als würde man so relativ zügig gehen. Und dann mal aus dem lockeren Schritt nehmen wir die Knie ein bisschen weiter rauf. Dadurch werden die Schritte automatisch langsamer. Das macht aber gar nichts. Arme weiterhin mitnehmen. Knie ungefähr so auf Hüfthöhe raufnehmen. Lockeres Schreiten. Und dann ziehen wir mal die Knie so weit es geht rauf. Das heißt Richtung Brustkorb raufziehen. Dadurch werden die Schritte noch langsamer. Der Bauch wird ein bisschen mehr angespannt. Die Oberschenkel werden ein bisschen mehr angespannt. Dann kriegen wir die Gelenke ein bisschen in Bewegung und die Muskeln ein klein wenig warm. Knie weit raufziehen, immer so versuchen, so weit wie möglich raufzuziehen. Und dann wieder Knie so ungefähr auf Hüfthöhe, wieder vor, in lockeren, langsamen Schritten. Und dann mal lockere Schritte auf der Stelle wieder, wie das ganz am Anfang. Lockeres Tippeln. Wir machen einen ganz kurzen Sprint. Das heißt, wir machen 10 Sekunden, so schnell wie wir können, auf der Stelle sprinten. Ich gebe Ihnen Bescheid und auf mein Kommando kurz tippeln und dann lockern und Beine ausschütteln. Geht los auf 3, 2, 1 und go. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 und lockern. Beine ausschütteln, Arme ausschütteln, kurz lockern
Einfach nur so ein bisschen in Bewegung kommen. Dann machen wir noch kurz was für unsere Handgelenke. Strecken mal die Hände nach vorne aus und kreisen mal die Handgelenke ein wenig. Also für Handgelenke und Unterarme, die Muskulatur hier drin. Immer ziemlich beansprucht, wenn man viel tippt, viel schreibt. Und immer mal zwischendurch tut gut und beugt so Sachen wie Carpaltunnel-Syndrom oder so vor. Wenn man die Muskulatur stärkt und ein bisschen dehnt. Und dann mal in die andere Richtung kreisen. Okay, lockern, Arm kurz ausschütteln. Dann strecken wir mal die Hände nochmal nach vorne aus, nehmen die Finger zusammen, klappen die Hände nach unten ab, suchen mit den Fingern so weit wie möglich Richtung Körper zu ziehen, mit gestreckter Hand, also nicht nur die Finger einklappen, sondern Hand strecken, so weit wie möglich ranziehen und dann nach oben und das gleiche in die andere Richtung. Das heißt, versuchen die Finger so nah wie möglich gestreckter Hand Richtung Körper ziehen und das im Wechsel. Immer Anspannung hier am Unterarm und Anspannung auf der Oberseite. Und das einfach mal im Wechsel. Okay, Hände kurz ausschütteln. Dann dehnen wir noch ein bisschen die Unterarme. Funktioniert diesmal wie folgt. Wir nehmen die Handfläche nach vorne, strecken die Finger aus und jetzt greifen wir mit den Fingern der anderen Hand über die Finger inklusive des Daumens der Hand und den Ellenbogen locker an den Körper anlegen und dann mit dem Daumen mit die ganze Handfläche quasi Richtung Körper ziehen, einfach im Aufrechten stehen und ein bisschen die Hand wippen. Das muss keine statische Dehnung sein, sondern einfach nur lockeres. Dann langsam wieder lösen, Hände kurz ausschütteln, dann andere Seite gleiches Spiel, Handfläche nach vorne, Ellenbogen ran an den Körper, mit den Fingern der anderen Hand über die vier Finger, inklusive des Daumens und dann mit leichtem Zug die Hand Richtung Körper ziehen. So leichtes Wippen, einfach ein paar Mal, bisschen gut tut, Sie sollten hier unten die Anspannung spüren. Im Unterarm. Okay, dann Arme ausschütteln und dann legen wir los, kümmern uns erstmal ein bisschen um die Schultern und die Nackenmuskulatur. Wir strecken die Hände zur Seite raus, machen uns ein bisschen Platz nach links und rechts, strecken die Arme aus und dann beginnen wir mal so mit kleinen Kreisen die Arme zu rotieren. Einfach lockere kleine Kreise. Versuchen Sie, den Oberkörper gleich aufrecht zu haben. Brustbein leicht gehoben, wie an einem kleinen Schnürchen raufgezogen. Dann Arme gestreckt zur Seite. Und dann die Kreise langsam immer größer werden lassen. Immer größer. Bis Sie in so einen Armekreisen reinkommen. Und dann große Kreise mit den Armen machen. Versuchen, den Oberkörper dabei aufrecht zu halten, aber nicht unbedingt so mitwippen, sondern den Oberkörper gerade und statisch. Und große Kreise aus dem Schultergelenk. Dann machen wir die großen Kreise mal in die andere Richtung. Und aus den großen Kreisen, die lassen wir jetzt langsam wieder kleiner werden. Wieder langsam zur Seite. Die Kreise immer kleiner werden, bis sie so nahtlos ins Halten der Arme übergehen. Also so klein werden lassen, dass quasi gar keine Bewegung mehr da ist. Und dann ruhig ins Halten übergehen. Und dann kurz halten, Arme gestreckt lassen. Und dann lockern. Hände ausschütteln.
Dann lockern wir mal die Schulter noch ein bisschen. Ich habe eine Schulter ein bisschen weiter rüber. Hier ist mehr Platz. Kurz die Hände ein bisschen ausschütteln. Dann strecken wir nochmal die Arme nach links und rechts aus. Strecken die Arme weit raus. Schließen die Finger. Und dann drehen wir mal langsam die Arme um ihre eigene Achse. Versuchen die Handflächen so weit es geht nach oben zu drehen. Und dann rein zu rotieren. Und dann so weit es geht nach hinten bzw. nach hinten oben zu bringen. Versuchen wir trotzdem den Oberkörper aufrecht zu halten dabei. Brustkorb leicht, also Brustbein leicht gehoben. Und dann das im Kreisen. Die Arme um die eigene Achse rotieren. Das einfach mal im Wechsel. Wenn Sie da gut reingekommen sind, machen wir noch 5 Mal. Das heißt 5 Mal rauf, 5 Mal runter. Oder 5 Mal in die eine Richtung, 5 Mal in die andere. Und danach einfach die Arme locker hängen lassen. Dann kurz ausschütteln. Ich gebe Ihnen noch einen Augenblick, dann können Sie Ihre Wiederholungen zu Ende machen. Und ansonsten einfach die Schultern ein bisschen kreisen, lockern. Okay, dann machen wir ein bisschen was für die Hüfte und für die Beine zum Stärken. Wir stellen uns ungefähr schulterbreit hin, Oberkörper aufrecht. Was wir machen, ist eigentlich eine klassische Kniebeuge, aber ich gebe Ihnen ein paar Sachen noch mit in die Ausführung der Bewegung mit rein, dass wir uns da ein bisschen zusammen drauf konzentrieren. Funktioniert wie folgt. Wir nehmen die Arme nach vorne raus, strecken die Arme nach vorne raus und jetzt versuchen wir langsam in die Knie zu gehen, aber nur so weit, bis Sie mit dem Oberkörper abknicken müssten, um weiter runterzukommen. Das heißt, versuchen Sie den Oberkörper aufrecht zu halten und nur bis zu dem Punkt zu gehen, wo Sie mit den Fersen noch auf dem Boden sind und den Oberkörper noch nicht abwinkeln müssen. Dann geht es wahrscheinlich nicht so weit runter wie normalerweise, wenn man irgendwie Kniebeuge sieht, macht aber nichts. Ist besser für den unteren Rücken und wir kriegen die Stärkung in der Hüfte und in den Oberschenkeln. Okay, Arme nach vorne rausstrecken. Dann langsam absinken, nur so weit wie es geht, ohne den Oberkörper abzuknicken. Schultern immer leicht nach hinten unten ziehen, etwas zusammenzwicken und dann wieder aufrichten. Beine nicht ganz durchstrecken, leicht abgewinkelt lassen und wieder runter in die Kniebeuge. Und das Ganze im Wechsel. Einfach mal ein paar Mal probieren. Erstmal reinkommen. Bei dieser wie bei allen anderen Übungen immer dran denken, weiterhin tief durchatmen. Nicht die Luft anhalten. Wenn wir da gut drin sind, machen wir 15 Wiederholungen in Ihrer eigenen Geschwindigkeit, nehmen Sie sich dafür Zeit. Wenn Sie damit durch sind, dann einfach wieder ins Stehen kommen. Wir machen die 15 gemeinsam und danach treffen wir uns wieder im Stehen hier. Los geht's! Bei den Kniebeugen immer zwischendurch darauf achten, dass die Knie nicht nach innen oder nach außen scheren, sondern dass sie gerade über den Füßen bleiben und immer ein bisschen nachkorrigieren, ob der Rücken auch wirklich gerade bleibt. Und für den Fall, dass nicht, nochmal versuchen, darauf zu achten. Wenn Sie mit den Wiederholungen durch sind, einfach kurz ausschütteln, die Beine ein bisschen lockern, die Arme ein bisschen lockern. Okay, dann machen wir nochmal ein bisschen was für die Beine, aber auch ein bisschen was für den Rumpf, für die ganze Stabilisationsmuskulatur. Machen einen sehr breiten Squat, das heißt, wir stellen uns weit über schulterbreit hin, gehen hier locker in die Knie, so wie weit aus der weiten Stellung, locker in die Knie gehen, Hüfte weit runterbringen, trotzdem Oberkörper aufrecht, dann die Hände locker vor dem Körper nehmen. Und was wir jetzt machen, ist, wir verlagern das Gewicht auf ein Bein und heben dabei das andere Bein vom Boden weg und versuchen das Knie weit wie möglich nach rauf zu schieben, also rauf zu ziehen, absetzen und das gleiche auf der anderen Seite. Knie raufziehen, relativ dynamische Bewegung und dann abwechselnd links und rechts raufziehen. Versuchen Sie in der Bewegung immer ungefähr auf der gleichen Ebene zu bleiben, also nicht beim Raufziehen immer so rausschieben, sondern weit unten bleiben und Gewicht auf ein Bein verlagern und auf das andere Bein verlagern und das im Wechsel. Erstmal ein bisschen reinkommen. Immer versuchen, das Knie weit drauf zu ziehen. Oberkörper wie immer versuchen, aufrecht zu halten. Und
Und wenn wir gut in der Bewegung drin sind, dann machen wir noch 20 Wiederholungen. Geht relativ zügig, das heißt 10 pro Seite. Wenn Sie damit durch sind, einfach wieder ins Stehen kommen und ein bisschen ausschütteln und lockern. Los geht's. Immer darauf achten, zwischendurch, dass wir tief bleiben, dass Sie nicht zwischendurch sich aufrichten. Falls das passieren sollte, kein Problem, dann einfach wieder runter. Wenn Sie mit Ihren Wiederholungen durch sind, ich gebe Ihnen noch einen Augenblick, machen Sie in Ruhe fertig, dann einfach ein bisschen ausschütteln. Arme lockern, Beine lockern, vielleicht die Schulter ein bisschen kreisen. Mal tief durchatmen. Okay, dann nehmen wir uns mal unseren Stuhl zu Hilfe, machen ein bisschen Hüftmobilisation, weil man ja auch viel sitzt und dadurch die Hüfte eigentlich in eine Richtung immer beansprucht wird. Das heißt, wir setzen uns erstmal locker hin, setzen uns weit vorne auf den Stuhl, also möglichst auf die Stuhlkante vorne. Beine nehmen wir ungefähr schulterbreit, dass hier in etwa ein rechter Winkel entsteht. In den Oberkörper aufrecht. Und was wir jetzt machen, ist, wir gehen zu den beiden Extremen, wie wir uns von der Hüfte her hinsetzen können. Das heißt, das eine Extrem ist, wir lassen uns reinfallen. Hüfte kippt nach hinten, können wir uns eigentlich auch nach hinten ablehnen. Und dann die entgegengesetzte Bewegung ist aufrichten und die Hüfte, können Sie sich vorstellen, dass die Hüfte wie so eine Schüssel ist, die man so nach vorne kippen kann und dann die Hüfte so weit es geht nach vorne kippen, quasi so über diese beiden Knochen, die Sie da spüren in dem Gesäß, über die drüber rollen. Dann so weit es geht nach vorne, Oberkörper rausstrecken, die Hüfte nach vorne kippen und dann langsam wieder die entgegengesetzte Bewegung. Das machen wir einfach ein paar Mal im Wechsel, dann kriegen wir ein bisschen Mobilisation in die Hüfte rein. Also langsam wieder aufrichten, Hüfte nach vorne kippen und dann langsam über die beiden Sitzbeinhöcker, das sind diese beiden Knochen im Gesäß, dann langsam wieder nach hinten und wieder ablegen und wieder nach vorne. Und das Ganze im Wechsel. Wenn wir da gut drin sind, machen wir 5 Wiederholungen. Die ganze Prozedur. Das heißt 5-mal vor, 5-mal zurück. Los geht's. Und wenn Sie damit durch sind, dann einfach wieder ins aufrechte Sitzen kommen. Auch hier dran denken, immer weiterhin tief durchatmen. Wenn wir damit durch sind, dann einfach wieder ins aufrechte Sitzen kommen. Dann machen wir ein bisschen noch was für die Mobilisation der Wirbelsäule. Wir tauchen quasi so unter unserem Stuhl durch. Wenn wir uns den Stuhl reingenommen haben, setzen wir uns weit, wieder weit vorne an die Kante. Und dann nehmen wir mal die Hände nach vorne und wandern langsam mit dem Oberkörper nach vorne, mit den Händen quasi unter den Stuhl. Versuchen so unter den Stuhl, soweit es geht, nach hinten zu langen. Und den Oberkörper lassen wir dabei locker hängen. Ziehen quasi nur mit diesem Zug der Hände nach hinten, ziehen wir unseren Oberkörper ein bisschen nach unten. Sollte hier ein klein wenig Zug in der Hüfte sein, aber hauptsächlich vom Oberkörper ziemlich entspannt. Und dann machen wir die entgegengesetzte Bewegung, das heißt, wir nehmen die Arme nach vorne, richten uns auf, nehmen die Arme nach oben, strecken uns raus aus dem Sitz. Und dann wieder das gleiche mit den Armen nach vorne, unter den Stuhl und locker hängen lassen, mal so einen Augenblick wippen. Und dann wieder rauf, Arme nach oben aufnehmen, strecken uns weit raus. Und dann wieder mit den Armen nach vorne und nach unten, unter dem Stuhl. Dann wieder aufrichten, Arme nach oben raus, machen wir uns lang und wieder nach vorne, unter dem Stuhl. Jetzt sind wir einigermaßen drin in der Bewegung, machen noch 2 Durchläufe davon und danach wieder einfach aufrichten und kommen. Arme nach oben raus, machen uns lang auf dem Stuhl
und dann mit den Armen nach vorne unter dem Stuhl durch. Oberkörper locker lassen, auch die Muskulatur im Rücken locker lassen und mit den Armen weit nach hinten. Noch einmal, Arme rauf, machen uns lang, strecken sich raus und dann langsam mit den Händen nach unten und runter durch. Okay, dann richten wir uns auf, kommen nochmal locker ins Sitzen und dann machen wir noch eine kurze Stärkungsübung für den Bauch. Das Ganze läuft wie folgt. Wir stellen die Füße wieder ungefähr schulterbreit vor uns, kommen relativ weit vorne wieder auf unseren Stuhl, also eher so Richtung Stuhlkante nach vorne. Und was wir jetzt gleich machen, ist, wir versuchen mit leichter Spannung im Bauch und leichter Spannung im Rücken, das heißt im aufrechten Oberkörper, Brustkorb leicht gehoben, Schultern so nach hinten unten ein bisschen gezogen, Brustbein leicht angehoben, senken wir den Oberkörper ein bisschen nach hinten ab, sodass wir merken, dass hier Anspannung entsteht, strecken die Arme nach vorne raus und wechseln sie einfach mal so links und rechts. Einfach lockeres Wechseln. Mal locker auf der Stelle. Mal so ein bisschen paddeln. Okay, wieder aufrichten. Dann kurz ein bisschen aktiviert. Die Bauchmuskulatur. Und dann können wir uns ein bisschen weiter nach hinten setzen. Aber trotzdem so da sitzen, dass wir aufrecht sitzen bleiben. Wir können die Hände mit an die Stuhlsitzfläche rannehmen. Dann nehmen wir mal die Beine nach vorne raus, strecken die Beine nach vorne raus, halten in der Position und paddeln mal so mit den Füßen. Nochmal lockeres Paddeln. Versuchen, den Oberkörper trotzdem aufrecht zu lassen, also nicht reinsinken zu lassen, weil dann ist nicht ganz so anstrengend, sondern den Oberkörper ein bisschen rausstrecken und die Beine locker paddeln vor uns. Merkt man dann auch in den Oberschenkeln. Okay, Beine wieder abstellen und dann machen wir das Ganze gemeinsam. Das heißt, wir senken den Oberkörper ein bisschen nach hinten ab, strecken die Arme raus, strecken die Beine raus und paddeln mal beides parallel. Nur für einen kurzen Augenblick, ungefähr 30 Sekunden. Und lockeres Paddeln. Dann machen wir noch 10 Sekunden, noch 5, 4, 3, 2, 1, Beine locker abstellen, Hände auf den Oberschenkeln ablegen und nochmal kurz die Schultern ein wenig kreisen. Gut, in die eine Richtung kreisen und in die andere. Und dann machen wir nochmal ein kurzes Durchatmen zum Abschluss des heutigen Trainings. Das heißt, wir setzen uns relativ weit vorne auf unsere Stuhlkante, Beine ungefähr schulterbreit nebeneinander, Hände auf die Oberschenkel oder im Schoß zusammengenommen. Wie Sie es lieber möchten, machen Sie es auf jeden Fall bequem. Oberkörper aufrecht, trotzdem Bauch leicht gespannt, dass wir hier kein Hohlkreuz machen. Dann können Sie gerne die Augen schließen, wenn Sie möchten. Ansonsten einfach aufrecht hinsetzen und dann tief durch die Nase einatmen und durch Mund, Nase, Rachen wieder ausatmen. Also einfach mal ein bisschen tiefer durchatmen, als wir sonst durchatmen. Ein bisschen bewusster und tiefer. Dann versuchen wir mal beim Einatmen so tief einzuatmen, wie es geht, die Lunge ganz mit Luft zu füllen. Und wenn das passiert ist, dann kurz den Atem halten, ohne Druck, einfach nur kurz die Atmung anhalten. Und dann beim Ausatmen locker die Luft rausströmen lassen und das letzte bisschen mit so einem kleinen bisschen Druck hinterher rausschieben. Und das im Wechsel. Thank you.
Dann nehmen wir noch zwei tiefe Atemzüge. Und dann langsam den Atem wieder in den normalen Rhythmus zurückkehren lassen. Können Sie die Augen langsam wieder öffnen, falls Sie sie geschlossen haben. Und dann lehnen wir uns mal nach vorne, stehen über beide Beine auf, kommen aufrecht zum Stehen, in den Stuhl, einen Augenblick zur Seite. Und wenn wir oben im Stand angekommen sind, dann atmen wir nochmal über die Seite gemeinsam ein. Tief ein, Arme nach oben rausstrecken, machen Sie sich lang und dann mit der Ausatmung einfach nur die Arme zur Seite sinken lassen, in der aufrechten Position ankommen, noch einmal tief durchatmen. Und das war's. Herzlichen Dank fürs Mitmachen. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen und erfolgreichen Tag und auf Wiedersehen.